Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen jetzt hier wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Ich freue mich, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt machen wir die Nachricht von eurem Herzensmenschen, eure Lieblingsnachricht hier auf YouTube. Ja, und zwar für alle, die neu sind, ich channel jetzt hier eine Botschaft von deinem Herzensmenschen und benutze dazu auch hier die Karten, die das Ganze nochmal so ein bisschen bebildern. Und dann erzähle ich dir das, was dein Herzensmensch dir hier vielleicht auch im Weltlichen nicht so mitteilen kann. Das kann über die Seele funktionieren, über die Gedanken. Ja, also ich bin da immer ganz gespannt. Und ja, also ich bin immer begeistert, was hier dann immer rauskommt. Na? Okay, also ich werde mich jetzt hier mal reinfühlen bei deinem Herzensmenschen und dir. Bedenke bitte, das ist eine Kollektivlegung, keine persönliche Nachricht von deinem Herzensmenschen. Wenn du eine persönliche Nachricht gerne von deinem Herzensmenschen haben möchtest, wenn ich dir eine channeln soll, dann schreib mich entweder über WhatsApp an, über E-Mail, oder du kannst natürlich auch hier in meinem Shop die Nachricht von deinem Herzensmensch buchen, besser gesagt auf meiner Webseite, weil ich habe diese Woche, also vom 3.4. bis zum 10.4. auch 10% Rabatt auf alle meine Services, ne? Da kannst du das natürlich auch buchen. Ja. So, ich verbinde mich jetzt mal mit deinem Herzensmenschen und frage jetzt mal, was er oder sie dir jetzt mitteilen möchte. Was möchtest du mir jetzt sagen bezüglich deiner Herzensdame, deines Herzensmannes? Ach ja, bevor ich hier loslege, wenn du jetzt als Mann zuschaust, dann kann das natürlich auch deine Herzensdame sein, ja? Okay, jetzt geht's los. Sobald eine Karte hier rausspringt, ne, ich werde das alles jetzt intuitiv machen, wie es mir durchkommt, beginne ich, ja? Okay, was möchte dein Herzensmensch dir jetzt mitteilen über mich? Hallo Schatz, ich versuche gerade hier wieder die Fruchtbarkeit in mir zu finden, wieder das Fruchtbare, was mir in letzter Zeit verloren gegangen ist. Ich versuche mich hier wieder anzubinden nach oben, einfach wieder mehr Kraft in meinem Leben zu bekommen und mich einfach wieder selbst nähren zu können, weil ich möchte nicht immer von deiner Energie abhängig sein. Ja, ich versuche gerade hier was in den Erfolg zu bringen, auch mich selbst so ein bisschen zu loben und anzuerkennen. Manchmal schwelge ich so in meiner Vergangenheit und denke darüber nach, wie es früher immer bei mir war. Ich meine, früher hatte ich auch nicht immer so ein tolles Leben, aber dann konnte ich wenigstens noch mit meiner Energie so ein bisschen haushalten. Heute, ja, wenn was in mein Leben kommt, dann bin ich ganz schnell am Boden. Auf jeden Fall treffe ich jetzt hier eine Entscheidung. Also ich habe mich hier schon entschieden, um mich aufzumachen, und zwar in deine Richtung, weil du bist für mich hier wirklich ja, das volle Gefühl. Also du machst mich glücklich, ich lache wegen dir, du gibst mir Freude, du gibst mir Harmonie und du bist verdammt heiß. Das wollte ich dir schon mal die ganze Zeit mal sagen, aber getraue ich mir nicht. Du bist verdammt heiß. Und ich werde auf jeden Fall hier die Chance sehen, ja, das irgendwie mit dir umzusetzen.
Ich finde es schön, dass du so viele Dinge weißt, die ich auch weiß, dass du auch spirituell bist, dass du ja auch das Höhere siehst von dieser Welt und nicht immer, ja, wie normale Menschen, dass, ja, dass man nicht an sich arbeitet. Ich finde es gut, dass du an dir arbeitest. Und ich finde es natürlich gut, dass du hier in deiner Herrscherkraft bist, dass du weißt, was du willst, dass du die Kontrolle über alles hast, dass du die Kontrolle über dich hast, dass du die Kontrolle über deinen Beruf hast. Ja, ich finde es richtig toll. Und ich weiß auch, dass du meinen Schmerz spüren kannst. Ja, das weiß ich hier im Inneren, weil ich auch dich spüre. Ja, in meiner Familie war es nie einfach gewesen. Da gab es immer mal wieder Cuts, da gab es Verletzungen. Ja, untereinander Verletzungen, aber ich möchte hier einfach wieder die Geborgenheit erleben, einfach hier wieder in ein Wohlgefühl kommen, ja, dass ich hier sicher bin und du weißt, ich habe hier viele offene Baustellen vor mir. Und diese Baustellen, die blockieren mich manchmal ganz schön, ja, aber ich bin auch dabei, mich hier neu auszurichten in eine neue Richtung. Endlich mal diese Harmonie wiederfinde, dass ich es schaffe, mein Leben hier selbst auf die Reihe zu kriegen und mich natürlich auch selbst davon zu nähren und zu ernähren. Und ich habe die Hoffnung, dass das hier auch alles klappt. Ich lege Hoffnung, weil du hast mir gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich weiß, dass du damit recht hast. Es gibt viele vergangene Themen bei mir, die nicht so schön waren. Viele alte Themen, die heute noch hochkommen in mir. Aber deine Liebe, die gibt mir zurzeit Halt. Und ich danke dir von Herzen dafür. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Jetzt muss ich noch einige Dinge klären, um hier wieder meine Leichtigkeit zu finden. Um hier wieder Harmonie und Frieden in mir zu finden. Aber du sollst wissen, ich bin dir auf jeden Fall treu hier, weil du bist für mich ein treuer, loyaler Mensch, an dem ich auch wirklich festhalte, ja, und ich stehe zu dir und ja, ich werde dir bald in deine Richtung kommen und dir etwas mitteilen. Für mich wird das nicht so einfach sein, dir das mitzuteilen, weil das schon ganz schön an mir nagt. Aber ich möchte auf jeden Fall hier bei uns ein Wachstum reinbringen. Und ich würde mich freuen, wenn das wirklich ein Leben lang halten würde. Und ich bin dabei, mich hier auf die Reise zu machen, auf die Reise zu dir, weil ich weiß, das mit dir ist Bestimmung, dieser Neuanfang. Ja, meine Lieben, das war die Nachricht von eurem Herzensmenschen jetzt. Also, wenn du damit hier in Resonanz gegangen bist, gib mir gern einen Kommentar vielleicht hier drunter. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, ne, wenn du damit in Resonanz gegangen bist. Und ja, ich sehe, dein Herzensmensch hat ja noch ganz, ganz viel vor sich, ne? Aber er will das auch irgendwie in Erfolg reinbringen, ne? Erfolg, Anerkennung und hat hier vielleicht noch ein paar vergangene Themen auch zu lösen und alles. Also irgendwas blockiert ihn hier noch oder blockiert sie hier noch in seinem Leben. Aber
Man möchte natürlich mit dir in ein Wachstum gehen und das in eine gewisse Fruchtbarkeit bringen. Passt auch so ein bisschen neu zum Tagesorakel, muss ich ehrlich sagen, ne? Okay, meine Lieben, ja, damit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ganz viel Liebe, ganz viel Glück, vor allem auch ganz viel Harmonie. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.